schönen herzlichen Empfang, einen schönen guten Morgen hier noch mit Museumsquartier. Wahlkampf beginnt heute. Ich möchte einen kurzen Ausblick geben, eine kurze Standortbeschreibung, vor allem jetzt aus der Bundessicht, aus der Bundesebene. Bei uns auf Bundesebene ist eines angekommen, da gibt es einen Wiener Bürgermeister, der wünscht sich einen störungsfreien Wahlkampf. Da soll nichts diskutiert werden über zukünftige Steuerbelastungen, über Sozialabbau, über Kürzungen. Und er bestellt sich bei der Bundesregierung einen Verfassungsbruch und die verschiebt alles, was relevant ist, auf den 11. Oktober nach der Wiener Wahl. Ich finde, das ist nicht fair. Viele Menschen wollen jetzt wissen, und sie wissen es eh ganz genau, dass die Zeiten schwierig sind und dass das Budget ein großes Loch hat und dass jetzt diskutiert werden muss, wie es weitergeht. Der Wiener Bürgermeister hat ein Denk- und Sprechverbot erteilt. Allerdings im Hinterzimmer der Ministerien von ÖVP und SPÖ wird mittlerweile das größte Sparpaket der Zweiten Republik vorbereitet. Wir Grüne werden das nicht so durchgehen lassen. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und wir wollen darüber diskutieren, ob im Bildungsbereich jetzt gespart werden soll oder eben nicht. Wir wollen Zweiteres. In Deutschland wird im Moment trotz Sparpaket in den Bildungsbereich 14 Milliarden Euro investiert. Und in Österreich wird das so ablaufen, dass nach dem 10. Oktober, am 11. Oktober wird der Finanzminister ins Raiffeisen Lagerhaus fahren, sich einen riesigen Rasenmäher holen und dann brutal über alle Bereiche drüberfahren und drüber kürzen. Aber so werden wir das nicht zulassen. Es wird massiven Widerstand von den Grünen geben, schon im Wahlkampf. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ja, schwarz-blaues Drüberfahren, das kennen wir aus der Vergangenheit und so soll es angeblich geplant werden. Viele Menschen wollen sich darauf einstellen, was kommt nächstes Jahr auf sie zu. Der Student, die Studentin, muss für jede Lehrveranstaltung auf einmal gezahlt werden. Die Maturantin, die keinen Studienplatz auf der Fachhochschule bekommt. Eine Arbeitslose, ein Arbeitsloser, der nicht weiß, muss er jetzt 4 Wochen warten, bis er ein Geld bekommt, obwohl er bereits ein Minus am Konto hat. Für all diese Menschen werden die Grünen eintreten und sie unterstützen. Es geht nicht, dass diejenigen, die von der Krise betroffen sind, jetzt nun ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden, weil die ÖVP und die SPÖ, die ja sehr geübt ist im Umfallen, sich wiederum vor diejenigen stellen, die ohnehin schon sehr viel haben. Das sind die Superreichen und die Vermögenden in Österreich. Die SPÖ macht das, was sie am besten kann, und das macht sie auch bereits wieder heute, nämlich umfallen. Das werden wir auch bei all diesen wichtigen Zukunftsfragen sehen. Heute ist gemeldet worden, es gibt jetzt eine Einigung zwischen SPÖ und ÖVP, Anhaltelager für Flüchtlinge. Damit ist dieser Strache-Kurs mittlerweile auch bei der Innenministerin Vector angelangt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie sie das begründet hat, ursprünglich diese Idee, Flüchtlinge einmal einzusperren, einmal zu Beginn. Sie hat gemeint, Menschen fürchten sich vor diesen Menschen. Ich bin überzeugt, es gibt viele Menschen, die sich auch vor Maria Fechter fürchten. In einem sind sich allerdings SPÖ und ÖVP sehr einig. Von Natur aus einig, möchte ich fast sagen. Das ist das Ignorieren und Wegschauen bei einer der größten Herausforderungen, vor denen die Zivilisation jetzt steht. Und das ist das Ernstnehmen und das Umlenken im gesamten Bereich Klimaschutz, Energiepolitik und in dem Sinn auch globale Gerechtigkeit. Es gab keinen Sommer, ich habe keinen schlimmeren Sommer als diesen erlebt, wo eine Umweltkatastrophe von Menschen gemacht, im Übrigen vom Treibhauseffekt verursacht, die Welt rundherum erschüttert hat. 30 Millionen Menschen, China und Indien, Auswirkungen, Menschen, die obdachlos werden, alles verlieren. Die Ersten, die sterben, die Kinder. Und eine Staatengemeinschaft in Europa, die tagelang braucht, um ein Hilfspaket zu schnüren. Eine österreichische Bundesregierung, die tagelang braucht, um 5 Millionen Euro bereitzustellen. Allerdings, wenn es um die Banken geht, dann geht das innerhalb von ganz wenigen Stunden, ganz wenigen Tagen, werden die riesigen Milliardenpakete geschnürt. Und das geht so nicht mehr weiter. Diese falsche Verteilung von Solidarität und Profit wollen wir umdrehen in Richtung Solidarität ganz oben, auch international, globale Gerechtigkeit und die Profite wieder klein machen. Es können sich viele Konzerne sehr viel kleinere Profite auch leisten. Und da werden auch die Wiener Grünen einen richtigen Beitrag leisten. Gar nicht sehr stark vom Personenkomitee Niederösterreich für Erwin Bröll unterscheidet. Aber ich glaube, solche Politiker brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind politisch denkende und politisch handelnde Menschen.
Und so ein Mensch ist Maria Vassilakou. Sie ist ein politisch denkender und handelnder Mensch. Und solche Personen braucht die Wiener Bevölkerung.